Also, was waren Sachen? Ja, ich entschuldige mich schon mal voraus, dass ich mich eventuell ein bisschen kratzig anhöre. Ich habe eine leichte Erkältung, mir kratzt es ein bisschen im Hals, ich habe ein bisschen Husten. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja, ich habe ein neues Video für euch. Oder vielmehr, ich möchte euch in diesem Video was vorstellen. Ein Projekt, an dem ich halt auch selber mitarbeite. Ja, es handelt sich dabei um ein Fan-Remake. Das heißt einfach ein Remake, der von Fans gemacht wird, nicht von dem Entwicklerstudio oder hört irgendeinem anderen Publisher. Es sind halt Privatpersonen, die dahinter stehen, die das einfach machen, weil sie einfach das Spiel gerne haben. Es hat sich eine kleine Community gegründet, die es halt gern gespielt haben und die das meist einfach in einem schöneren Gewand einfach nochmal neu haben möchten oder ein bisschen extra dazu machen wollen. Es gibt ja das ein oder andere Fangame. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ja, mal sehen, was daraus wird. Das Spiel hier an sich ist schon relativ weit fortgeschritten, ist auch gut spielbar. Man kann viele Sachen schon machen. Es fehlen halt viele Räume, viele Gegenstände. Aber man kann schon ein bisschen was erleben. Ja, wie sich vermuten lässt, ich bin ja selbst ein großer Fan des Spiels Digimon World für die PlayStation. Das ist halt sehr großer Nostalgiefaktor. Es war so ein Spiel, was ich als Kind halt sehr, sehr gern gespielt habe. Auch wenn ich unbedingt für die Story, das war jetzt nicht mein Fokus. Ich habe, glaube ich, als Kind die Hauptstory nie wirklich komplett durchgespielt. Ich habe halt einfach mehr den Tamagotchi-Modus bevorzugt. Man konnte sich über Digimon kümmern, man konnte es trainieren. Es hat sich dann in verschiedene Digimon digitiert, je nachdem, wie man sich um das Digimon gekümmert hat. Darauf hat halt mehr mein Fokus gelegt. Ja, aber das habe ich letztens auch auf meinem Twitch-Kanal nachgeholt. Ich habe das komplette Spiel durchgespielt, sowohl die Hauptstory als auch alle Digimon gesammelt, die in die Stadt kommen. Das wäre ja in der deutschen Version generell nicht möglich. Also die Hauptstory schon, die kann man durchspielen, nur man kann halt nicht alle Digimon sammeln. Man kann ein paar gewisse Digimon halt nicht zu sich holen, da man halt in ein Gebiet nicht reinkommt, da es in der deutschen Version einen Fehler gab. Man konnte ein Agumon nicht ansprechen. Um genau zu sein, das Agumon für Okurumons Festung, sprich, man kam ins Okurumon Festung nicht rein und alles, was halt damit zusammenhängt, konnte man nicht machen, weil man kam ja nicht rein. Es gibt auch nur diesen einen Weg, wie man reinkommt. Es gab zwar mehrere Mythen, wie man das machen konnte, aber wir haben es als Kind nie geschafft, da irgendwie was zu machen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich funktioniert, dass man über die PlayStation die deutsche Version halt spielen kann, dass man das irgendwie austricksen kann. Ich habe es halt als Kind, haben wir es versucht, wir haben es nie hinbekommen. Ich weiß nicht, ob es das Erwachsene schaffen würden, aber ich weiß auch halt, wie gesagt, gar nicht, ob das wirklich möglich ist. Ja, wer sich für Let's Plays interessiert, ich habe die ganzen Streams zu Digimon World 1 zusammengeschnitten und als Let's Plays hochgeladen, so im 20-Minuten-Abschnitt. Der kann auf meinem Zweitkanal vorbeischauen und sich die angucken. Ich will auch gleich vorweg sagen, dass halt Digimon World das letzte Let's Play-Projekt ist, das ich da hochlade. Es macht mir einfach keinen Spaß, die Sachen zu schneiden. Also lasse ich es einfach. Vielleicht lade ich irgendwann mal was anderes da hoch. Das war ein Versuch wert. Ich habe ein bisschen Minecraft hochgeladen, ein bisschen halt die Digimon World Streams, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ist halt nichts für mich. Ich schneide nicht gerne Let's Plays, also lasse ich es einfach. Es war ein Versuch wert. Man muss immer mal alles probieren. Hab's eine Zeit lang probiert, in Hoffnung, vielleicht werde ich da besser und es wird schöner, aber nee, ist nicht meins. Okay, ich habe jetzt halt ganz schön viel geredet, ohne euch eigentlich Footage von dem Gameplay an sich zu zeigen. Also werde ich das kurz tun. Ich blende euch ein bisschen was ein und danach geht's ans Texturieren. Thank you.
So, kann sich doch alles eigentlich ganz gut sehen lassen. Man kann schon ein bisschen was spielen. Es läuft alles. Es ist halt noch nicht alles erreichbar, weil halt einfach noch Assets fehlen. Es gibt Räume, die sind noch nicht angelegt oder halt noch sehr karg und leer. Aber man kann was tun. Es baut sich immer mehr und mehr auf. Und jetzt kommen wir auch zu dem Teil, an dem ich ja momentan arbeite. Ich habe einen Raum zugeteilt bekommen, an dem ich arbeite. Und dazu gehört auch dieses tolle Fass. Dieses aufblasbare Plastikfass, an dem wir gerade arbeiten. Das ist ein Asset für den Raum, für den ich jetzt verantwortlich bin. Den soll ich erstellen, komplett von Anfang an. Oder vielmehr, ich habe halt die Referenz aus dem Spiel und soll halt diesen Raum neu gestalten. Sprich, halt einfach wieder in schöner Grafik auferstehen lassen. Ja, ich habe eins der drei Gebäude der Spielzeugstadt zugeteilt bekommen. Es ist das Toyhaus. Es ist der Raum, in dem halt Monse Emon in dem schicken grünen Sessel sitzt und halt wartet, bis ein Numemon in ihn hineinkriecht. Dieser Satz klingt so seltsam. Egal, aber stimmt. Apropos Numemon. Ich habe es so oft geschafft, ein Numemon zu kriegen. Oder vielmehr, ich habe so oft versagt beim Trainieren meines Tigimons, dass ich ein Numemon kriege. Das ist halt schon nicht mehr feierbar. Ja, im Spielzeitverlauf habe ich, glaube ich, die Hälfte der Digimon, die ich kriege, habe ich Numemon, weil ich einfach gefailt habe, die zu trainieren. Ist anscheinend doch nicht so einfach. Ich hatte das Kind leicht in Erinnerung. Oder ich hatte einfach nicht so oft Numemon. Ich weiß, ich hatte öfter Sukamon, aber das hat andere Gründe. Weil ich habe das auch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert mit den Toiletten in dem Spiel. Sagen wir es so. Geht ein Digimon nicht aufs Klo, wird es beim 16. Mal ein Sukamon. Es hier das als Kind irgendwie überflüssig. Wie soll das Klo gehen, wenn man noch in die Wildnis kacken kann? Ja, wer ist so viel dazu? Fail als Kind. Ja, oder Fail als Erwachsener. Ich habe ja ständig nur Memon gekriegt. Das kriegt man ja, wenn man halt die Werte nicht hat für eine Digitation. Wenn irgendwas halt nicht stimmt. Okay, so viel dazu. Kommen wir doch mal zu unserem tollen Plastikfass zurück. Da haben wir jetzt noch gar nicht wirklich viel drüber geredet. Ist doch ein wunderschönes Plastikfass. So schön bunt und aus Plastik. Wunderbar. Jetzt mal anders wie die Assets für die Schule, die ich halt tatsächlich alle mit Poly und über Materialien gemacht habe, habe ich hier ein High-Poly und Low-Poly-Bake gemacht. Was das jetzt genau ist, darauf gehe ich jetzt nicht so genau ein. Mal ganz, ganz grob und ja, mal ganz, ganz grob erklärt. Man nimmt halt bei einem High-Poly- und Low-Poly-Bake halt ein High-Poly-Modell, ein Modell mit mehr Details, mit mehr Polygonen und ja, überträgt Informationen auf ein Low-Poly-Modell, sprich das gleiche Modell mit weniger Details, mit weniger Polygonen und man erstellt so halt eine Normal Map. Das ist jetzt ganz, ganz grob, was passiert. Man faked damit Details, also quasi kann man ja sagen, man trickst das Licht ein bisschen aus, dass halt Kratzer und so weiter eingraviert sind, wo halt keine sind oder halt einfach Rundungen mehr erscheinen. Ist jetzt halt ganz, ganz grob vereinfacht. Ich werde jetzt darüber nicht weiter eingehen, das ist halt auch ein Thema für sich. Was ich selbst halt jetzt auch schön sind, sind halt diese sehr, sehr stilisierten Texturen, also diese sehr, sehr vereinfachten Texturen. Wie man sieht, habe ich halt einen Teil des Fasses halt einfach mal im Designer selbst gemacht, einfach die Holzkanten. Da es ja so ein aufblasbares Fass ist und keine wirklichen Kanten im Holz sind, sondern einfach, das ist halt alles aufgemalt, ging das halt super. Ich muss halt keine einzelnen Holzbretter oder so weiter erstellen, sondern ich muss einfach Farbe drauf und fertig. Generell ist das Texturieren dieser Modelle sehr, sehr einfach, da es halt einfach, wie gesagt, stilisiert ist und es halt alles, ja, im Groben und Ganzen alles Plastikspielzeuge sind, die halt nicht so detailreich sind, sonst würde halt auffallen, habe ich das alles sehr, sehr simpel gehalten. Sprich, ich habe halt eine Grundfarbe drauf gemacht, meine Base Color und ein bisschen mehr Tiefe vorzugaukeln, damit das halt alles ein bisschen spannender aussieht, habe ich einfach die Ambient Occlusion einfach als Multiply drüber gesetzt, dass halt einfach gewisse Stellen ein bisschen dunkler sind. Jetzt so ist den Eigenschatten, ja, Ambient Occlusion ist sowas wie ein Eigenschatten, nochmal verstärkt, dass es halt noch mehr, ja, cartoonmäßig aussieht, das passt halt zum Stil. Man muss halt bei so Cartoon-Sachen aufpassen, so stilisierte Sachen. Wenn man zu viel Detail reinhaut, dann sieht das schnell sehr seltsam aus. Da ist halt Einfachheit ist Key. Und dann habe ich einfach, um das halt als Plastik erscheinen zu lassen, eine Roughness genommen mit einer einfachen Noise drüber, dass man ein bisschen Varianz hat in dem, ja, in der Rauheit der Sache, dass das halt alles nicht einheitlich glänzend ist, sondern halt so kleine, minimale Unterschiede gibt. Das gibt nachher einen großen. Das mag zwar an sich so direkt nicht auffallen, aber im Unterbewussten gibt es halt nochmal ein ganz anderes Bild, wenn halt so kleine Details sind, wie jetzt halt eine, ja, eine Noise in der Roughness. Das macht schon wirklich sehr, sehr viel aus. Ja, zum Schluss habe ich einfach, dass das halt noch mehr nach Plastikspielzeug aussieht, also so aufblasbarem Plastikspielzeug aussieht, verschiedene Falten eingefügt an, ja, bestimmten Kanten.
Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr so ja, dieses aufblasbare Zeug habt. An manchen Kanten gibt es halt einfach so einen guten Faltenwurf. Den habe ich halt hier ein bisschen angedeutet. Den habe ich hier nicht ganz so stark gemacht. Ich habe mir halt gedacht, wenn ich den zu stark mache, ist es dann halt auf der Ablenken und die Sachen sehen teilweise kaputt aus, wenn man sie aus einem Winkel nur sieht. Ich habe mir gedacht, okay, dann doch ein bisschen schwächer. Das ist mal in der Referenz aufgefallen, halt vor dem Original, dass dieses zu starke sieht einfach aus, als wäre es kaputt. Gerade beim Ofen müsst ihr mal gucken. Ich blende ganz zum Schluss halt mal die Referenz ein und meinen aktuellen Stand. Da habe ich den Ofen schon drin. Das ist so das zweite oder dritte Modell, das ich erstellt habe. In der Referenz, halt im Originalbild, sieht der Ofen halt irgendwie aus, als hätte er jemand ein Stück abgeschlagen. Aber da das ja alles irgendwie aus Plastik ist, zumindest sieht es halt so alles aus, als wäre es aus Plastik und ein Steinofen da ziemlich sehr deplatziert wirkt. Daher, wie gesagt, alles andere halt Spielzeug ist und dann einen echten Ofen reinstellen, das wirkt irgendwie komisch. Zwar von der Form passt das halt auch nicht. Ist halt in dem Fall halt auch einfach aus Plastik. Alles zum Aufpusten. Und der sieht halt in dem Original doch dezent kaputt aus. So, jetzt sind wir schon am Ende des Videos. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video gefallen. Und ein ganz, ganz dickes, dickes Danke an meinen einzigen und ersten Patreon, Hörlis. Deine Unterstützung weiß ich sehr zu schätzen. Das ist ganz lieb von dir. Ich habe natürlich auch alles in der Beschreibung verlinkt. Sowohl der Download zu dem Spiel, wenn du halt selber mal testen möchtest, als auch den Discord-Server von dem Spiel. Da gibt es halt neue Infos. Ihr könnt ja mal reinschauen. Auch das neue gemeinsame YouTube-Forum ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen. Für alle, die halt Videos machen möchten, Videos machen. Man kann sie untereinander austauschen. Man kann Fragen stellen. Man kann Hilfe geben. Oder einfach nur, wer einfach kleine Creator unterstützen möchte. Da tummeln sich demnächst bestimmt ein paar mehr Leute rum. Ja. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag.